Einen wunderschönen guten Abend. Das ist beeindruckend, dass ihr das so durch den Berufsverkehr geschafft habt. Alle da. Wir wissen ja selber nicht so richtig, was jetzt passiert. Aus altem Reflex heraus, wenn man nicht weiß, was los ist auf der Bühne, dann dreht man sich immer um, erstmal andere böse angucken, dass die haben verkackt, nicht ich. Und dann würde ich sagen, zum Vorglühen einfach mal ein bisschen Krach machen, dass alle sich entspannen können und so. Plan war, dass ich eigentlich jetzt erst Hallo! Und dann dynamisch rein Take it away, Bob! Fliegen auf dich zu und treffen dich.
So, vielen Dank. Könnt euch gerne setzen, machen wir ja auch. Also, vielleicht erzähle ich euch erstmal, was wir für eine Vorstellung von dem Abend haben. Danach seid ihr mit euren Wünschen dran. Wir haben gedacht, das ist hier eigentlich kein Konzert, sondern wir treffen uns. Es ist ein Treffen. Wir wollen uns mit euch unterhalten und deshalb könnt ihr uns auch alle möglichen Fragen stellen. Inspiriert hat uns ein Abend bei Nick Cave, bei dem wir gemeinsam waren. Der kam auf die Bühne nur mit seinem Klavier an der Seite und hat dieses Ding durchgezogen mit seinem Publikum. Und das war ein sehr, sehr spannender Abend, weil das war zwischen albernen und lustigen Sachen und tief traurigen Dingen, war alles irgendwo dabei. Und es war eine echte Unterhaltung. Und es hat den Menschen unglaublich viel Spaß gemacht, hat alle berührt, uns auch. Und da haben wir gedacht, das würden wir in irgendeiner Form gerne auch mit euch machen, weil der Unterschied besteht ja ganz klar drin, ob es nun ein Stadion ist oder ein kleiner Raum. Im Grunde haben wir immer die Regie, weil wir gehen raus, haben einen Plan, was wir spielen, lassen euch gar nicht groß mitreden, sondern brettern von einem Ding ins andere und hauen dann wieder ab. Aber heute können wir uns zwar alle mal Hallo sagen, ne? Hallo. Und darüber hinaus gibt es 4 Mikrofone im Raum, die 2 auf der Seite, 2 glaube ich im inneren Gang, so war das gedacht. Die geben wir euch und dann könnt ihr Fragen stellen, so dass die jeder mitbekommt. Ich stelle mit Freude fest, dass immer noch keiner filmt mit seinem iPhone. Ist euch das nahegelegt worden, das sein zu lassen, wie auch immer? Ist eigentlich eine gute Idee, weil dann kann sich jeder hier locker machen und auch im Satzbau totale Scheiße bauen beim Fragenstellen. Es wird nicht festgehalten, fände ich schon mal gut. Und ansonsten, es gibt keine doofen Fragen, es gibt keine dummen Fragen, vielleicht gibt es dumme Antworten, aber ihr könnt nichts falsch machen. Und je nachdem, vielleicht entwickelt sich ein Gespräch zwischen uns, euch oder euch untereinander und wir gucken dann nur noch zu und wenn wir die Nase voll haben, brettern wir wieder mit irgendeinem Lied rein oder sowas. Ja? Wo sind diese Mikrofone? Da, diese Leute halten die so hoch und wenn, ich weiß nicht, vielleicht machen wir es am Anfang, wir probieren es einfach mal. Wir haben das noch nie gemacht, aber wenn einer eine Frage hat oder so, dass er den Arm hebt und dann kommt jemand in der Nähe, reicht euch das Mikrofon und dann könnt ihr schon was sagen. Da ist zum Beispiel der erste Mann, die erste Frau, egal, der erste Mann, ist eine Frau mit Bart. Ein Mann. Ein Arm, jedenfalls. Also ich bin Sönke übrigens aus Sönke. Ja, und Schalke-Fan. Also, alles klar, ja. Sorry für das 3-3. Nee, also, der Punktverlust war nicht eingeplant bei euch, also, wa? Also weißt du, der bessere Sorge. Ihr kommt ja irgendwie auch aus Flingern. Flingern war früher mal so ein bisschen kaputte Häuser, Haus besetzen, alles Mögliche. Jetzt ist so ein bisschen Schnieke-Mieke. Wie ist das für euch und könnt ihr uns gleich vielleicht noch ein bisschen was aus der frühen Flingerner Zeit erzählen oder spielen? Also erstmal für alle anderen, die das gar nicht kennen. Du redest von dem wunderschönen, unglaublichen und sensationellen Stadtteil Flingern in Düsseldorf, wo es unter anderem, also wir reden nicht gerne über Fußball, aber da gibt es die Fortuna-Straße unter anderem. Aber stopp, also der Breit ist schon einen vorgeprescht, wir haben zuerst in der Bruchstraße gewohnt und da war Nomen, wie heißt das so schön, also das war Programm, der Name. Und Bruchstraße, und zwar war die Wohnung über dieser Pommesbude Jetgrill, ja, wo wir uns, wenn getroffen haben, auch wenn wir uns nicht sehen wollten. Weil das war, also da haben wir wirklich jeden Abend gegessen. Und da wurde dann, wenn man bestellt hat, das ging dann so, Pommes mit Ketchup und Mayo und dann sagte der dem Besitzer Pommes Rot-Wiss. Oder Pommes Fortuna wahlweise. 2,50 Meter, also 2,50 Mark. Schöne Gegend. Jedenfalls war die Bruchstraße, also Andi und Breiti wohnten auf der Bruchstraße, ich wohnte auf der Gauss, das ist 50 Meter von da. Und Trini wohnte ebenfalls bei mir. Also wir waren wirklich... Trini war unser erster Schlagzeuger. Für die, die das nicht wissen. Ja, stimmt. Wir sind ja beim Radio, da kann man das alles nicht so sehen, die Leute. Und da muss man immer so dazu sagen. Und Walter Hartung, unser erster, naja, nicht erster, aber auch ein Gitarrist am Anfang, der nie eingesteckert war, der hat auch in der Gaussstraße gewohnt. Also da war was los damals.
Und nachts, wenn wir einen gepichelt hatten, sind wir immer aufs Trainingsgelände von Fortuna, weil die hatten so Papp-Abwehrspieler. Da konnte man prima Freistoßtricks üben. Oder nachts in dem Freibad neben dem Fortuna-Stadion, dem alten, wo Fortuna eigentlich herkommt, über den Zaun klettern und halt, was man so macht nachts im Freibad. Aber ich glaube, das war gar nicht deine Frage, ne? Du wolltest was ganz anderes wissen. Du wolltest wissen, wie das heutzutage ist. Das ich ist bin übrigens der Einzige, der noch in Flingern wohnt. Jetzt. Nachdem die anderen abgehauen sind. Ja, weil das ein Hippie-Schicki-Ort geworden ist. Schnicke oder was hast du hier gesagt? Nach Oberkassel abgehauen. Also es geht noch, man kann da noch prima wohnen, es ist ein bisschen durchmischt da. Ja, unser Proberaum ist da auch noch, letztendlich. Und unser Büro. Oh, das war jetzt schon viel Information. Also ist komm, immer noch guter, was, oder? Um deine Frage zu beantworten. Was spielen? Gleich raus und dann kann die Show losgehen. Sie sind nicht allein, denn wir sind dabei, auch wenn es heute aufs Auge geht. Es ist egal, ob wir das Spiel verlieren, denn darauf kommt es nicht an. Ob das irgendjemand hier sonst kapiert, ist für uns nicht interessant. Wir können uns schlagen so oft, so hoch, ja, weil das wird trotzdem nie passieren. Was auch nur einer von uns mit euch tauschen will, denn ihr seid nicht wie wir. Ole, 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 egal wer heute sieht. Ole, 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 um mehr als um ein Spiel. Irgendwann kommt für jeden mal der Tag, an dem er sich entscheiden muss, auf welcher Seite man im Leben steht, auch wenn es auch so sehr wehtut. Und wenn ihr lesen könnt, seht euch an, was auf unseren Bahnen steht. Bis zum bitteren Ende wollen wir den Weg mehr gehen. Ole, 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 egal wer heute sieht. Ole, 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 es geht um mehr als um ein Spiel. Hey! Also auch die anderen Sachen wieder mit reinzukriegen ins Set. So wollen wir nächstes Jahr auf Tour gehen. Aber das wäre jetzt was Aktuelleres und das heißt, das ist der Moment. Aus dem Bett sind so müde, doch die Komplex sind perfekt. Fahren zur Schule, parken hinten auf dem Hof. Gib's mir einen Kuss, ruf's Papa, ich muss los. Wink dir hinterher, fahr um den Block. Radio an, wie immer nur Schrott. Dreh am kleinen Knopf, fahr raus aus dem Beton und sie spielen unseren Song. Gitarre verbrannt, weiß nicht mehr, wann ich zum letzten Mal schlief.
immer auf der Jagd nach dem besten Lied. Stehen hinter der Bühne, bilden einen Kreis. Jetzt ist es soweit, auch wir sind bereit. Sind hier hinterm Vorhang, hören wie ihr sehen. Die Ärzte spielen im Park, während wir hier sind. Denn das ist unser Tag, das ist unsere Zeit. Sie fliegt nicht mehr an uns vorbei. Das ist der Moment, an dem du einmal hängst, wenn du unsere Zeit, sie fliegt nicht mehr an uns vorbei. Das ist der Moment, an dem du einmal hängst, wenn du irgendwann zurückdenkst. Das ist unser Tag, das ist unsere Zeit, sie fliegt nicht mehr an uns vorbei. Das ist der Moment, an dem du einmal hängst, wenn du irgendwann zurückdenkst. Das ist der Moment, das ist der Moment. Genau. Scharfsinnige unter euch haben schon, die mit den guten Augen, die haben schon erkannt, hier sind ja mehr als fünf auf der Bühne. Da ist der Alex am Cello, der Giorgio am Akkordeon, Esther am Piano. Sind alle schon so fest integriert, dass ich gar nicht weiß, wer gehört eigentlich zu den Alten, wer zu den Neuen hier auf der Bühne. Hier in diesem wunderschönen Glaskasten. Hey. Ja, wir haben gedacht, Bomb ist was Besonderes. Der muss in so eine Kiste. Genau, bitte nicht füttern, machen wir morgen dran. Weißt du, wo ich singen gelernt habe? Bei der Düsseldorfer EG. Und zwar... Breiti, wann sind wir da immer... Naja, wir waren schon älter, ne? Also... Also ich fing da an, der redet von der Düsseldorfer G, dem Düsseldorfer Eishockey-Club, wo wir genauso immer hingegangen sind wie zur Fortuna. Also ich ab dem Alter von 10, ich weiß nicht, wann du da angefangen hast. Na, war auch ungefähr die Zeit. Allerdings wohnte Breite in der Stadt, ich war in der Vorstadt, ich musste ja immer noch 40 Minuten Bus fahren. Ja, es war hart damals. Lange vor Flingern. Und ich sage euch, ich musste auch mal Bus fahren. Und da gab's ich war 10 irgendwie. Das Spiel war zu Ende um 22 Uhr. Ihr hättet euch als Eltern in die Hose geschissen, das sage ich euch. Und es gab keine Handys. Also du saßt im Bus und musstest lesen, so ein Buch oder sowas. Jedenfalls Bremenstraße, ne? Und das beste Publikum der Welt, wurde damals immer gesagt. Die haben also wirklich eine Megastimmung laut gesungen. Und da haben wir immer uns in so einem Grüppchen hingestellt. Man kam schon 2 Stunden vor Anstoß, weil es gab keine... Es war ja nur Stehplätze und jeder hat sich da aufgebaut, wo er sein wollte. Und so haben wir quasi Gesangsunterricht genommen dann damals. Ist bis heute prägend. Mit wechselndem Erfolg? Das war sensationell früher. Er meinte Gesang. Glaube ich. Aber wir können es ja noch nicht mal ganz probieren. Klar. Wir singen einfach. Wir spielen jetzt ein Lied. Is that type of life to find? I'm tired of doing dangers with no thanks for what I do. I'm sure I must be someone. Now I'm gonna find out who. Why don't you ask them what they expect from you? Why don't you tell them what you're gonna do? You get so lonely
muss jetzt noch was dazu sagen. Das ist ein... Jetzt muss ich mal was erklären. Eine Frage an mich selbst. Wie seid ihr denn auf das Lied gekommen? Und dieses Lied, das ist ein Lied über Zuhause. Aber was mich besonders amüsiert, dass das noch keiner geschnallt hat, es ist für mich auch ein Erlebnis gewesen, wie ich auf Trip an den Rheinwiesen war. Und niemand spricht mich darauf an. Das heißt Feiern im Regen. Aber wenn man genau hinhört, Luft riecht nach Bob Marley Songs, wir liegen im Erdbeerfeld, nichts ist mehr auf dem Kuchenblech. Leute, mehr kann ich nicht tun, um mich auszudrücken. Feiern im Regen. Ich muss denen das sagen. Ich war ja, schon alles verraten. Habt ihr es gehört? Ihr habt nichts gehört. Okay, wir können es machen. Ich hab dich schon lang vermisst. Auch wenn ich dich zum ersten Mal hier treff, ich wusste immer, wie du aussiehst. Mit dir will ich die Pferde stehlen, die uns im Wege sind. Ich geh
geh mit dir durch die Kunden. Es hat das Ende dieser Welt. Leg deinen Kopf an meine Schulter. Es ist schön, ihn da zu spüren. Und wir spielen Bonnie und Clyde. Komm, wir klauen uns ein Auto. Ich fahr dich deinem Hund. Und wir spielen schon irgendwo holen. Wir rauben ein paar Banken aus oder einen Geldtransport. Wir schießen 3, 3, 4, 5 Bullen los, wenn es nicht mehr anders geht. Jeder weiß genau, was er da tut, wenn er uns so aufhalten will. Leg deinen Kopf an meine Schulter. Es ist schön, ihn da zu spüren. Und wir spielen Bonnie und Clyde. Auch wenn uns die ganze Welt verfolgt, wir kümmern uns nicht um. Wenn uns der Boden unter den Füßen brennt, machen wir uns aus dem Staub. In den Bergen hängen wir alle ab, die etwas von uns wollen. Lebendig kriegen sie uns lieb, egal wie viel es sind. Soll auf unserem Glas gleich stehen, leg deinen Kopf an meine Schulter. Also das muss ich nochmal, um Missverständnissen vorzubeugen. Da denken die, ey, man muss ja auch so einen Bottich trinken oder was. Die haben ja keine anderen Gläser. Questions and answers. Die Mikrofone? Ja. Ich habe an Breiti eine Frage. Wer bist du denn nochmal? Ich bin Franz aus Arbke, das liegt vor den Toren Hannovers, 30 Kilometer aus. 30 Kilometer. Und bist du mit dem Bus oder wie bist du gekommen? Nein, meine Tochter hat mich hergefahren und... Deswegen bin ich auch hier. Lange Geschichte, aber ich habe eine Frage an Breiti. Okay, ich nehme das nicht persönlich. Aber wahrscheinlich kannst du die Antwort dann verstärken, die Breiti hoffentlich gibt. Ich fand deine Antwort auf die morgige Bundesliga-Partie sehr technisch. Und ich erinnere mich, das ist noch gar nicht so lange her, da gab es irgendwie Musik von euch. Habt ihr das aus dem Repertoire gestrichen oder sogar die Einschätzung gegen dieser jetzt aus Süddeutschland nicht näher zu bezeichnenden Mannschaft? Unsere, also die für uns als Düsseldorfer verbotene Stadt, die liegt auf der anderen Rheinseite. Die ist ganz nah an Düsseldorf dran, ist auch gar keine richtige Stadt. Die sind bekannt für ihre Kirche und so. Deswegen kennen wir den Namen, den Verein und die Stadt ruhig nennen. Du redest von Bayern München, nehme ich an. Vermute ich jetzt mal. Und du spielst auf ein Lied an, was wir da vor 15 bis 35 Jahren mal geschrieben, gespielt und gesungen haben. Als Fans von einem Drittligaverein damals noch. Deswegen für uns ist schon unglaublich, dass wir wieder gegen die spielen dürfen überhaupt. Das ist schon ein Riesenerlebnis. Ja, das ist wie Brandi sagt. Wir haben das Lied geschrieben, da waren wir glaube ich in der dritten oder vierten Liga. Und der Hund hat den Mond angebellt. Aber heute sind wir auf Augenhöhe mit denen. Und natürlich denken wir uns den Text nach wie vor, aber wir hauen den erstmal spielerisch auf die Fresse und dann wird's gesungen. Das ist der Unterschied. Ja. Ansonsten ein famoser Verein. Dieses Verhältnis Hoeneß und wir. Ich erinnere mich, wie Uli Hoeneß, das war an dem Tag, als wir
Live Aid in Berlin gespielt hatten. Wir haben abends eine Show in Köln gehabt. Das ging logistisch nicht anders, wir mussten fliegen. Und sind auf dem Flughafen gelandet und neben uns so eine kleine Privatmaschine, Uli Hoeneß sitzt da drin. Und läuft in diese Gepäckabfertigungshalle und er war mit so einem Freund oder Kollegen da und der musste dringend pinkeln. Und so stand Uli Hoeneß vor dieser Toilette und konnte nicht weg und lief genau uns und unserer Crew in die Arme. Und er kannte uns natürlich sofort, das war erst eine direkt frostige Stimmung und Nopper hat das dann versucht aufzulösen, indem er ein Autogramm verlangt hat. Was der Hoeneß dann auch irgendwie so ein bisschen muffelig, aber er hat es dann auch raus, also er hat sich da hingestellt und das geschrieben, es war ein sehr schöner Moment. Und dann habe ich ihn einmal, als wir wieder aufgestiegen waren in die erste und die kamen zu uns, und dann bin ich einmal auf den Hoeneß zugegangen, da war gerade keine Kamera da und sagte, Herr Hoeneß, herzlich willkommen in Düsseldorf und so, hey. Und dann haben die uns 5-0 oder so, also zu Hause geschlagen und ich hatte eigentlich gesagt, ich komme nochmal, aber habe ich mir erspart. Ja, so. Aber wollen wir denn jetzt hier den ganzen Tag über Schwerverbrecher reden? Oder? Da hinten gibt es eine Frage, glaube ich, oder? Ich weiß jetzt nicht, wer von uns beiden zuerst dran war. Ingo aus Duisburg und übrigens Frankie, das muss dir nicht leid tun. Ich wohne mittlerweile unterhalb von Hannover. Ich kann mich auch noch an Zeiten im Rheinstadion erinnern, wo ihr im DFB-Pokal 6-0 gegen die Bayern gewonnen habt. Übrigens. Jawohl! 6. Ich habe ein 7-0 in Erinnerung und 7-1 und so ein Scheiß. Hoch, auf jeden Fall hoch. Ist ja egal. Hoch. Hoch, unglaublich hoch. Nüchtern ist übrigens ein Garant, dass du ein Konzert zu Ende spielst, im Gegensatz zu 1988. Musikzirkus Oberhausen, halbe Stunde, 5 Liter Benzinkanister, Campino von der Bühne. Können wir uns nicht mehr dran erinnern. Habe ich mir fast gedacht. Wir hatten ausdrücklich darum gebeten, dass solche Elemente nicht reinkommen. Da hätte ich gleich die passende Frage dazu. Moment, lass ihn mal ausreden. Die eigentliche Frage war übrigens, ich bin leider auf dem Konzert in Köln nächstes Jahr, weil Düsseldorf ausverkauft war. Ja, das ist ich wünsche mir schön da. Mal Merchandising in Übergröße, weil die hören irgendwie bei 3XL auf, das ist ja noch Kindergröße umgerechnet. Und mal ein bisschen größer ins Merchandise aufnehmen wäre toll. Das werde ich auf jeden Fall ausrichten. Ich nur zur Richtigstellung. Du hast über das Konzert da in den 80ern geredet. Das war auch, da, das ist nicht abgebrochen worden, das war da zu Ende. Unser Set war nicht länger. 30 Minuten war ein bisschen dünn. Aber wir hatten freien Eintritt, weil wir durften eine Couchgarnitur mitbringen. Jeder, der eine Couch mitbrachte, hatte freien Eintritt. Wir haben ja noch ein bisschen weiter gefeiert. Die Couch war hinterher im Arsch, aber... Wir hatten noch einen das? Typ. Sollen wir das erzählen mit Sigi? Also Sigi war so ein Mitreisender. Ich weiß gar nicht, wo er heute ist. Er fährt sicherlich mit seinem Auto noch irgendwo rum. Jedenfalls hatte der das war insofern ein okay... weil der wirklich jeden Abend da war und nie bezahlt hat. Aber das war Ehrensache für ihn, uns nicht nach den Tickets zu fragen, sondern der kam dann immer in eine Hausmeistermontur an und so und sagte dann zu den allen Leuten, er muss mal unten nach der Heizung gucken und so ein Scheiß. Er hat sich damit erstaunlich oft durchgeboxt. Ne? Nur in Österreich im Hochsommer hat es nicht geklappt. Ja, nee. Unsere Heizung läuft überhaupt nicht, also das kann nicht sein. Ja, das... Aber hier ist noch eine Frage, zu spät oder? Nachgedacht. Du hast eine Frage, oder? Ja, ich habe eine Frage, die passt eigentlich so direkt zu ihm, was er sagte. Also die Flasche Rosenhell kann man gut identifizieren, das Glas, was du in der Hand hast, Campi, auch. Da steht aber noch ein Becher. Was ist denn da drin? Und ich weiß ja auch nicht, wem der gehört. Das ist meine. Kann ja auch das sein, ist ein dass Set, der von das ist so ein Dreiklang. Das musst du dir vorstellen, wie ein Akkord auf der Gitarre. Das ist ein Dreiklang. Jede Seite kann bedient werden. Ich wollte es schnell hinter mich bringen, habe mich deshalb für dieses Weinglas entschieden. Aber es ist natürlich zum Gurgeln und zum für die Golden Voice ist natürlich noch hier Hosenhell. Und daneben ist für den Fall, dass ich mich kränkelnd fühlen sollte, ich glaube Ingwertee oder so. Ich will mir keine... Ja. Nachher heißt das, dann war der aber ganz schön heiser und so. Und ich will natürlich damit... Klar anzeigen, ich gebe mir alle Mühe. Ja. Soll nicht an den Getränken hapern, dass hier irgendwas schief läuft. Michael aus der Nähe von Göttingen.
Ihr seid seit weit über 30 Jahren seid ihr auf der Bühne. Alle Konzerte, die ich von euch gesehen habe, waren bislang eigentlich so, als wenn ihr das letzte spielen würdet. Ihr gebt alles auf der Bühne, ihr reißt die Hütte ab. Was habt ihr für ein Ritual, bevor ihr auf die Bühne geht, um euch so zu motivieren, diese Energie auf die Bühne zu kriegen? Wir sagen, Jungs, heute ist das letzte Mal. Ich hör dieses Lied, das wollen wir euch gerne vorspielen, das heißt Schwerelos. Es geht so. Achtung, mit einzählen. Sternbergkopf seit 89 Jahren verlässt das Haus zum Brötchenkopf ihr Morgenritual. Sie hat einen festen Zeitablauf, der sich täglich wiederholt. Sitzt immer auf derselben Bank, schaut zu den Vögeln hoch, fühlt sich dann schwer. Selbst verloren ist die Schwere los. Sie hat die Hölle von Auschwitz überlebt, das wirft sie sich oft vor. Gibt es das Recht auf einen Neubeginn für den Blick nach vorn? Vergraben liegt die Vergangenheit tief unter der Stadt. Doch all das holt sie manchmal ein. Sie schaut den Vögeln nach, wird die Schwere los, all die Schwere los. Ist sich selbst genug, fast schwer. Sie breitet ihre Arme aus, macht sich bereit zum Sprung, wirft sich den Vögeln hinterher, wirft sich in die Luft und ist die Schwere los, all die Schwere los, endgültig und vollkommen, fast schwer. So schwerelos, glücklich und vollkommen, so schwerelos. Vielen Dank. Wir haben ja vor ein paar Tagen ein sehr seltsames, aber dann doch schönes Treffen gehabt. Der DFB hat uns diesen Julius-Hirsch-Preis überreicht. Julius Hirsch, ja, schwamm drüber, aber also über Preise. Aber wir finden es gut, dass der DFB diesen Preis vor 15 Jahren ausgerufen hat, weil er sich mit seiner eigenen Geschichte befasst, versucht das aufzuarbeiten und weil er mit diesem Preis vor allen Dingen Vereine und Clubs auszeichnet, die sich irgendwo Mühe geben, gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und so weiter irgendwie anzutreten, die für Integration zuständig sind. Und man sollte kaum meinen, dass so ein Dachverband das doch im Auge hat. Bei allem Kommerz, den er sonst macht, ist das eine wirklich gute Aktion von denen und es sind tolle Initiativen da ausgezeichnet worden an dem Abend, aber Höhepunkt war ganz klar
so ein älterer Herr im Jahr von 88 Jahren, Zvi Cohen hieß der, der hat auch ein Buch geschrieben, was ich mir unbedingt besorgen will jetzt, das heißt Der Junge mit der Mundharmonika. Und dieser Zvi Cohen war Holocaust-Überlebender. Und der erzählte da eine rührende Geschichte, wie der sich in Berlin 2 Jahre versteckt hat, als kleiner Junge, und wusste, dass die SS irgendwann mal kommt, dass sie ihn irgendwann mal abholen. Und dann kam dieser Moment, wo es an der Tür klopfte und die brachen die Tür auf und der Junge stand 2 SS-Soldaten gegenüber und hatte im Grunde nichts, außer einer Mundharmonika, die man ihm irgendwann geschenkt hat. Und ein SS-Typ sagt halt, also Junge, pack deine Sachen, wirst abtransportiert. Und aus dem Augenwinkel raus hat er, was hast du denn da in der Hand? Und da sagte der Junge, also eine Mundharmonika. Und da sagte der SS-Typ, ja, kannst du die spielen oder was? Spiel mal was. Und das war ergreifend, wie dieser Typ erzählte, was abgeht. Also wie man als 10-jähriger Junge, wie er wusste, er soll da jetzt was spielen, was kann er diesem Bösewicht, was sollte er machen irgendwie, welches Lied sollte er spielen, um eventuell Gnade zu bekommen und so weiter. Das war immens geschildert, also wir waren alle extrem gerührt von dieser Sache. Er hat dann beschrieben, dass er 2 Jahre in dieser Wohnung nichts hatte, außer einem Radiogerät, die Mundharmonika. Er hat jedes deutsche Volkslied gekonnt und holte in dem Moment die Mundharmonika raus und spielte das Lied vor, was er den SS-Soldaten davor gespielt hat, nämlich Ein treuer Kamerad. Ja. Das fanden die beiden so rührend, dass sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, spiel mehr und so weiter. Und dann haben die da mit diesem Jungen alte Volkslieder gesungen, 2 Stunden lang. Und aus diesem Grund ihn auch in einen anderen Wagen irgendwie geschickt. Jedenfalls ist er wegen dieser Mundharmonika und wegen dieser Szene durchgekommen. Und das alles war an diesem Abend beim DFB. So viel dazu. Vielleicht mal was, naja, nicht gerade ein Schenkelklopfer, aber was anderes. Willkommen in Deutschland. Schweigen, wenn die AfD auf die Straße geht, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Diese Provokation segelt mir und dir, denn auch du und ich, wir kommen von hier. Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann, dieses Problem. Vor diesem Feind bin ich
making my bed. I'm waking up and I feel the strain. I'm feeling pushed again. I'm feeling pushed again. Why should I go where everyone goes? Why should I do what everyone does? I don't like it when you get too close. Don't wanna be under your thumb. I'm feeling pushed again. Feeling pushed again. I'm feeling pushed again. Pushed again. Why can't you leave me alone? Solitude is a face for a friend. Turn the lights off, I'm not home. Can you see I don't need your help? Vielen, vielen Dank. Wirklich, die Zeit ist geflogen, oder? Großer, großer Spaß. Morgen sind wir noch, morgen machen wir gar nichts, ne? Morgen sind wir beim Fußball. Ich wollte sagen, morgen sind wir noch schneller mit den Übergängen und so. Aber wir können das gar nicht anders machen, weil wir gar nicht wissen, was wir spielen. Insofern, dieses hier, das heißt, wünscht ihr was. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ne? Kommt gut nach Hause. Dass die Menschen nochmal anders und dann gut über Böse sind. Dass irgendjemand uns auf unseren Wegen lenkt und unser Schicksal in die Hände. Ja, ich glaube an die Ewigkeit und dass jeder jedem Mathe gibt. Jeder kriegt das er verdient. Und der Planet, der liebt.
schön, um wahr zu sein. Hab dein letztes Mal Vertrauen passiert und heute ist er längst vorbei. Wie ein böser alter Traum. Es war ein großer Sieg für die Gerechtigkeit, für Anstand und Moral. Es wird die Wiederauferstehung vom Heiligen Geist und die vom Weihnachtsmann. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hin. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hin. In der das Wünschen wieder hin. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hin. Wie es weitergeht, haben die anderen euch erklärt, oder? Also so ein, zwei Sachen unterschreiben wir bestimmt noch gleich irgendwie oder sowas. Aber man muss die Dramaturgie einhalten, oder? Wir gehen jetzt. Tschüss. Wir sind raus. Also wir suchen noch unseren Sänger, aber danke, danke. Der war auf Toilette, aber da kommt er. Ich habe jetzt auch nochmal die Leute auf der Toilette gefragt, ob da irgendwelche unbesprochenen Sachen noch im Raum sind. Also es ist aber nichts gewesen. Ein Satz vielleicht noch zu dem Michael aus Göttingen. Da sind wir ganz schnell abgebogen. Wo? Weil du hattest gefragt, warum wir jedes Konzert so spielen, als ob es das letzte wäre. Jetzt hatte ich ja Zeit nachzudenken, seitdem du gefragt hast. Vorhin konnten wir nicht antworten, weil wir denken da nie drüber nach. Aber ich glaube, das ist, wir haben einfach eine totale Leidenschaft dafür, Konzerte zu spielen. Und wenn du dann nachmittags in die Halle kommst oder da aufs Open-Air-Gelände und du kennst diesen ganzen Betrieb und du weißt, wo das hinführt, dann kommt... passiert das alles automatisch, dann braucht man auch keine besonderen Rituale, dass das Adrenalin dann kommt. Und wenn du dann anfängst zu spielen und die Leute sind da und das geht so los, diese Wechselwirkung zwischen dem, was wir machen und dem, was ihr da macht, daher kommt das, glaube ich. Tiefsinnigere Erklärung gibt es da, glaube ich, nicht. Hört, hört! Bis hier. Deshalb sind solche Momente so herrlich, weil... ich wusste nicht, wie breit die darüber denkt, aber also auch ich kann hier lernen. Auch ich kann hier lernen. Ich hatte gehört, ich bin jetzt vom Klo gekommen, weil ich dachte, das muss man abdecken. Einer von uns muss da hin, da war nichts los, aber deshalb bin ich gar nicht hinten gewesen. Und da war da auch gab nichts es los. So ein, hast du gesprochen? Das da gibt war, doch hier irgendwie da so ein war Pärchen, auch nichts los. So ein Pärchen, Stichwort Pärchen, Stichwort lebenslänglich. Uns ist das egal. Ja, ich wollte lebenslänglich. Kann ich mal. Also ich komme jetzt runter, so Showmaster-Style. So Kai Pflaume-mäßig. Wir wissen von nichts. So. Michael, ja. Der Micha. Heute, das machen wir schon deshalb, weil ich glaube, im Raum war ein Heiratsantrag vor 15 Jahren. Vor 20 Jahren, bei einem Konzert von Toten Hosen. Was soll man sagen? Glück oder Unglück? Das Konzert ist damals ausgefallen. Und heute, ja, bitte stell dich mal auf den Stuhl. Beide am besten. Stellt euch mal, ich halte dich. Wir haben uns gerade auf dem Klo getroffen.
Du und ich? Ja, du hast mir nichts von deiner Hochzeit erzählt. Aber ja, da habe ich wieder vorgegriffen. Nein, hast du nicht. Alles gut. Also, vor 20 Jahren. Waldbühne, Berlin. Heiratsantrag nicht geklappt. Campino verletzt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Habe ich zwei Shows da abgesagt. Ich dachte erst letzten Sommer wäre das gewesen oder so. Nein, vor 20 Jahren. Okay, aber was ist dein Anliegen jetzt? Wir hatten kein Anliegen. Wir haben keins mehr. Ich habe mich beworben, indem ich gesagt habe, verpasster Heiratsantrag. Ja, willst du das, hol das gefälligst jetzt nach. Schatz, das haben wir vor 20 Jahren auf der Zugspitze gemacht. Ich liebe dich. Danke. Seid ihr jetzt verheiratet? Ach so, okay. Ach, ihr habt damals, ich dachte, das wäre ausgefallen. Und du würdest jetzt... Ah, scheiße. Ich habe gedacht, wir machen einen riesen Irrtum hier wieder gut. Und die heiraten sozusagen nächste Woche oder so. Aber es war, also das Konzert fiel aus und ihr Schwächlinge habt geheiratet. Das ist ja unglaublich. Na gut. Also, alles aus Liebe.
Ja, jetzt habe ich super Situation und ich habe einen Gewissenskonflikt. Ich weiß nicht, was er machen soll. Ich bin gerade anromantisiert. Romantisiert. Ist nicht so schlimm, oder? Ja, jetzt war gerade... Ja, ja, das ist der typische Amateurfehler. Die Stimmung ist okay, ich ziehe den Stecker. Aber dürfen wir das eben machen? Kamikaze? Kamikaze. Das erste war, nie wieder Zweifel, weil wir zusammen eins sind. Zwei Puzzleteile aus einem Sternenbild. Ja, wir können fliegen, nur Gott weiß wie hoch. Mit jedem Absturz färbt sich der Himmel rot. Wir sind für immer hier, werden alles riskieren. Wie Kamikaze, nichts zu verlieren. Wir sprechen alle Sprachen, sind unerreicht. Kein bisschen Nachglanz aus der Vergangenheit. Können endlich atmen, jeder Plan geht auf. Sind neu geboren, gehen zusammen auf. Wir brennen durch die Straße, leuchten viel zu hell, verglühen gemeinsam, stürzen in die Welt. Wir sind für immer hier, werden alles riskieren. Wie Kamikaze, nichts zu verlieren. Alles explodiert.